krasser Scheiß! Boah, was? Also, ich gebe euch einen Tipp, ja? Wenn ihr echt schlecht drauf seid, dann müsst ihr, bevor ihr die Haustür verlässt, einfach boah, was? Einfach sagen, dann geht's euch besser. Es war so lustig, diese Comedy. Wir haben einen Brief. Ich habe so viel Scheiß im Inventar. So, Brief. Dear Yabo LP, I saw an article about you in the local paper. It sounds like the country life is a good fit for you. I'm so proud of you. Take care, sweetie love, Mom. Unsere Mutter hat also den Artikel gelesen. Ich denke mal, die meisten Leute würden sich jetzt vor Scham die Hände vom Gesicht klatschen. Aber nicht wir. Wir sind stolz auf das, was wir hier leisten. In unserem Farmer-Alltag. So ist das. Ja, also wir sind wirklich in der Zeitung gelandet und unsere Mutter hat's gelesen. Und warum würden sich andere jetzt schämen, verstehe ich nicht. Also, weiß ich nicht. Weil, weiß ich nicht, Farmerleben, ist das denn so cool? Was stand in dem Artikel drin? Wir haben jetzt so einen Typen, der sich da Öfen in den Garten stellt und so komische Boxen. Und dann blubbert alles so komisch vor sich hin. Und er macht einfach einen Haufen Kohle. Ich sag mal so, ja. Ja. Bei der heutigen Zeit sind die Bauern eigentlich echt scheiße dran. Allein wegen den Milchpreisen, weil die ja eigentlich damit kein Geld verdienen, auf Deutsch gesagt. Und. Aber so ein Farmerleben auf dem Dorf? Ja, okay, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich ja vom Dorf komme. Und da es mehr Bauernhöfen gibt als woanders. Ja, ich hätte damit kein Problem. Das Blöde ist halt echt, du hast keinen Urlaub, keinen freien Tag, weil du halt so früh um 4 da raus musst. Aber bei der heutigen Zeit geht ja eigentlich alles automatisch. Wenn ich zum Beispiel. Das stimmt nicht. Ich kenne ja auch Bauern. Das ist ein Irrglaube, dass alles automatisch geht. Du musst halt trotzdem um 4 Uhr raus, die Kühe da einsammeln und zu den Melkmaschinen bringen ja, und so. Ja, das ist schon klar, aber schon du musst nicht mehr mit der Hand die Zitzen melken, aber... Wenn ich darüber nachdenke, meine Mom damals, bevor sie in die Schule ging, musste sie 2 Stunden vorher aufstehen, musste im Bauernhof und musste noch mit Hand melken. Und heutzutage, klar, stehst du zwar trotzdem zu früh auf, weil ich glaube um 6 Uhr kommt, wird die Milch abgeholt, keine Ahnung, wie es heutzutage ist. Und dann, ja... Geht halt alles, ne? Die Maschinen sind total fortgebildet, sagt man mal so. Ist halt... Klar ist es nicht einfach. Du kannst nicht mal so sagen, ach, ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub, ne? Geht ja nicht, ne? Ist schwierig ohne Vertretung, ja. Ist halt ein Fulltime-Job. Ja, definitiv. So, da brauche ich einen Pilz. Bams. Ha! Ich hab damals, weißt du, auch Spaß, meine Mom gemeint, so, weißt du was, das war so dieser Zeitraum, wo so die Preise stark angehoben sind. Eine Zeit lang haben wir gesagt, wir stellen uns eine Kuh und ein paar Hühner im Garten und dass wir Milch und Eier haben. Und dann einmal im Jahr schlachten wir ein Schwein. So, ich bin total gerade unproduktiv, ich weiß. Okay, wir haben ein bisschen Geld. Hast du schon mal geguckt wegen den Hühnern, wegen dem Kuhstall? Die Küche wird doch noch gebaut. Mein Gott. Ich guck jetzt nach einem Baum. Die wachsen doch alle im Frühling, Brudel. Das stimmt nicht.
Also ich finde, wir sollten sparen für unseren Kuhstall. Ja. Dann spar du auf den Kuhstall. Ich gucke jetzt erstmal nach dem Baum. Also. Fruit in the spring. Fruit in the spring. Fruit in the summer. Fruit in the summer. Fruit in the fall. Fruit in the fall. Also es gibt zwei für den Frühling, zwei für den Sommer und zwei für den Herbst. Hast mich gerade, im Herbst ist ein Apfelbaum. Und Pomegranate. Aber den können wir uns nicht leisten. Ich geh mal wieder an den Strand, einfach nur, weil ich an den Strand bin. Strand. Da ist er. Der Strand. Hi, wer bist du? Hey, you must be getting pretty strong working on that farm all day. Ach, das ist hier der Typ mit den Bodybuilder-Fotos, der komische da. Was meint Alex in Ruhe? Möwen! Ich hätte sie vielleicht abschießen sollen. Ohne Scheiß, ich höre dich jetzt aufsteppen, ne? Ja? Jetzt immer noch? Nee. Aber jetzt wieder. Ich bin stehen geblieben. Wer bist du? Wer bist du? Hello, if you stay in the sun a lot, I'll make your hair lighter. Achso, ist das so? Hier, willst du eine Blaubeere? Guck mal. Ooh, that's such a stupid gift. Ich bin halt so ein Schickimicki, weißt du? Ich mag keine Blaubeeren. Beim nächsten Mal kriegst du einen vergammelten Pilz. Olle Biatsch. Wisst ihr, was ich meine? Er hat keine Ahnung, was er machen soll. Blaubeeren. Wer mag denn keine Blaubeeren? Also hättest du zu meinem ersten Date oder als fremde Person mir eine Blaubeere geschenkt, hätte ich mir auch gedacht, Alter, was willst du von mir? Warum? Wenn man doch Blaubeeren mag? Es mag halt keine. Kann man so ja nicht verallgemeinern. Vielleicht mag Robin ja eine Mayonnaise. Hallo, das ist unser Geld. Sie hat sich gefreut. Wieso tue ich mir das mit dir eigentlich an? Ich will halt Robin haben. Vielleicht verlässt sie ja ihren Macker, wenn ich erstmal die Herzen voll habe. Hallo, ihr Macker ist ein Schwarzer. Entschuldigung, nichts gegen Schwarze, aber... Nein! Du bist behaart, hast einen riesen Bart, bist im Spiel unattraktiv. Ich bin voll der Traumtyp. Nein. Hallo, ich habe mich dargestellt. Okay, ich habe keine braunen Haare, aber hallo. Wo hast du so einen Bart? Ich hatte ihn mal, aber dann habe ich mir gedacht, nee, mach ihn mal wieder weg. Was ist eigentlich aus diesen Dingen geworden, wo eigentlich irgendwann mal was rein soll, an dem Baum da? Da kommt ja nichts raus, das ist auch... Ich weiß nicht, wie lange muss man das ein Jahr hängen lassen? Ich habe keine Ahnung. Lol, man kann Sap essen? Machen wir hier wieder ein bisschen Heu für uns. So. Was ist denn hier hinten?
Moment, da sehe ich was. Da sehe ich was. Grandpa's Shrine. Hier ist ein Schrein. Wo? Ja, da war auch ein Brief gestanden ganz am Anfang. Den hast du schon gelesen. Nein, ich war zum ersten Mal hier. Nein, ohne Scheiß. Das ist schon länger her. Das war, glaube ich, eine der ersten zwei Folgen. Da war ein Brief gelegen von unserem Großvater und den hast du sogar gelesen. Ist das so? Ja. Okay. Wenn du das sagst. So, hier ist noch ein bisschen was man wegmachen kann. Heu, mehr Heu. Heu, heu, heu. Weg damit. Ich könnte ja eigentlich mal runter Richtung Zauberer gehen. Apropos, um euch ganz kurz auf den Laufenden zu halten. Ich bin gerade in der Mine, bin jetzt auf 15 und ja. Oh, ein Eichhörnchen. Spicy Berry. Spicy Berry. Oh, gut. Kann ich auch ein bisschen hacken. Genau, ich bin jetzt in der Mine auf Ebene 15. Denn ich habe immer noch die Quest mit erreiche Level 40. Darf ich mir jetzt den Hut kaufen? Es gibt einen neuen Hut. Warum willst du einen fucking Hut haben? Weil ich einen Hut haben möchte. Das ist aber gerade scheiße. Warum? Wir brauchen Geld und keinen Hut. Aber wir kriegen jeden Tag so viel Geld, wie ein Hut kostet. Was kostet ein Hut? 1000. Dann hol dir einen Scheißhut. Yay! Welchen hole ich mir? Den Sylvester? Chef helps to keep sailors dry during storms. Fisherman? Good old cap. Ne, ich hol mir den Fischermann-Hut hier. Ich hab Mut. Ich hab Mut. So. Wisst ihr, so schnell kann man einen Mann glücklich machen. Kauft ihn einfach einen fucking Hut. Echt. Nein, kauft ihn in einem Spiel einen Hut. So. Warum? Warum? Hey. Ich hab ganz geilen Scheiß gesammelt in der Mine. Geilen Scheiß! Earth Crystal. Crystal. Geilen Scheiß! Und. Bitch! Cave Kakarot. Richtig geilen Scheiß! Ich dreh grad ein bisschen am Rad. So, ich weiß eigentlich gar nicht irgendwie, ich glaube morgen müsste meine Spitzhacke fertig sein oder so. Okay, weißt du was, ich habe Mitleid mit dir. Ich habe einen Vorschlag am Abend. Wie wär's, wenn wir das einfach vor unserer Haustür besprechen? Ja? Was denn? Ich habe einen geilen Plan. Geilen Scheiß? Geilen Scheiß. Ich habe so Mitleid mit dir und ich kann es einfach nicht ertragen, dich so leiden zu sehen. Ich frag mich, welcher Schwachsinn jetzt gleich auf mich zukommt. Also, ich war in der Mine, ich war arbeiten und ich habe einfach nachgedacht. Schau dich an. Ja? Hi. Hi. Willst du aus der Hut? Nee, lass mal sein. Aber du siehst ihn ja gar nicht. Doch, du siehst ihn. Ja, klassisch. Aber nicht so hell wie bei mir. Nee. Okay. Nein, du siehst ihn gar nicht. Hä? Du hattest gerade bei mir einen Hut auf. Egal, auf jeden Warte. Fall. Warte. Jetzt?
Nein, egal. Boah, ist das kacke. Ist auch besser so. Hier, dann guck bei mir. Da, gut. Ach du Scheiße, Alter. Ey, ganz ehrlich, kein Wunder, dass du keine abbekommst. Aber weißt du was? Ich helfe dir jetzt, ja? Ja. Ich mache mich an Robins Mann ran und du machst Robin an. Ich habe so Mitleid mit dir. Die lassen sich scheiden. Scheiß auf die Kinder, die sie haben. Und dann hast du Robin und ich habe einfach meinen Alex. Was sagst du dazu? Du haust einfach ab? Ja, das ist meine Art zu sagen, läuft. Machen wir, genau so. Ich habe ganz viel Kupfer und Kohle gerade gesammelt. Ich hau noch mal ganz kurz ein bisschen Kupfer rein, ja? Nee. Bitte nicht. Warum nicht? Ich wollte ein bisschen Eisen reinmachen. Sorry. So kann ich nicht arbeiten. Ey, Schatz. Gut, dann mach halt Kupfer rein. Ist okay. Ja, weiß ich. Habe ich gesehen. Ich verkaufe mal Solaressenzen. Ich weiß nämlich nicht. Hallo, du kannst schon Ding. Hallo. Hä, wie hast du das denn jetzt da wieder rausgeholt? Es war doch noch gar nicht fertig. Doch, es war gerade fertig. Nein. Doch. Bei mir nicht. War es fertig. Bist so ein schlechter Lügner. Es ist fertig. Schau dir doch die Scheiße an. Die Scheiße? Ich denke, das ist Kupfer. Okay, wollen wir schlafen? Ja, bitte. Zum Glück haben wir getrennte Betten, ja? Und getrennte Häuser. So, ich bin mal gespannt, wie viel Solaressenzen geben. Warum hast du das verkauft? Brauchen wir das nicht? Weiß ich nicht, ich habe welche behalten. Aber die geben aber auch nicht so viel. Aber vielleicht kriegen wir das zum Craften oder so? Ich habe welche behalten. Verzeihung, ich habe kurz was weggeschmissen.